Am 25.09.2023 gegen 20.20 Uhr wurde die Feuerwehr Euskirchen zu einem Dachbrand in die Frauenberger Straße alarmiert. Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses, was zurzeit zu einer weiteren Wohnetage ausgebaut wird, stand fast vollständig in Flammen. 18 Bewohner, darunter auch Familien und Kinder, konnten sich teilweise in Shorts barfuß noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus begeben und wurden bei dem Brand nicht verletzt. Sie wurden wie die Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz mit Essen und Trinken sowie Babys mit Windeln versorgt. Alle Bewohner kamen bei Freunden oder Notunterkünften unter. Wann sie wieder in ihre Wohnung zurückkehren können, ist unklar. Das Feuer wurde von der Feuerwehr bis in die Morgenstunden gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Die Brandursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und wird von der Brandermittlern der Polizei ermittelt. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks hatte am späten Abend festgestellt, dass der Neubau, der über den Altbau errichtet wurde, zu einschussgefährdet ist. Teile des Rohbaus mussten zur Absicherung der Baustelle abgerissen werden. Aus Sicherheitsgründen blieb die Frauenberger Straße vorerst voll gesperrt. Im Einsatz war mindestens der B-Dienst, die hauptamtliche Wache, die Löschzüge 1, 2, die Drehleiter Kuchenheim, das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, 3 Funkstreifenkraftwagen und der Kriminaldauerdienst. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.